It's refugee. The name is Refugee Struggle Congress. After now, it's 11 months, or but in the Congress time, it will be Der near Refugee 1 year. Struggle Congress wird etwa ein Jahr nach dem Beginn der Flüchtlingsproteste in Würzburg stattfinden. Die Proteste, die sich mittlerweile auf drei Länder ausgeweitet haben, wurden von Flüchtlingen selbst organisiert. Menschen aus 11 Städten haben sich an dem Protestmarsch nach Berlin beteiligt. Jetzt gehen wir auf die Straße und protestieren gegen die Situation, die das Leben der Flüchtlinge bestimmt. Dieser Kongress wird der erste sein, der von den Flüchtlingen selbst organisiert wird. Subjekt und Objekt sind also deckungsgleich. Es geht um Flüchtlinge, die sich für ihren eigenen Kampf organisieren. Der Blick wird sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft gerichtet werden. Wir werden zurückblicken, unser Vorgehen während der Proteste im vergangenen Jahr analysieren und kritisieren. Anschließend werden wir nach vorn blicken und planen, wie es weitergehen soll. Es geht darum, wie wir uns im vergangenen Jahr definiert haben und wie wir in Zukunft mit dieser Definition umgehen möchten. Es wird ein guter Platz für Begegnungen zwischen Flüchtlingen und deutschen AktivistInnen oder Bürgerinnen und Nichtbürgerinnen sein. Und es geht darum, sich in diesem Kampf abzustimmen. Es wird also um die Beziehung zwischen Flüchtlingen und AktivistInnen gehen und darum, wie man mit den Schwierigkeiten umgeht, mit denen wir in der Zukunft rechnen. It will be in several parts, backward, forward, the relation between supporters and refugees and how to deal with all the difficulties which we had or which we experience and which we think will be in the future. You just said that the Congress. Sie sagten eben, dass der Kongress der erste ist, der von Flüchtlingen selbst organisiert wird. Wie wichtig ist es für Sie, dass die Initiative von den Flüchtlingen selbst ausgeht? It's so important for us in some ways, in different ways. First of all, that shows there is refugees are some people who knows the right and who knows they should fight for their rights. Es ist sehr, sehr wichtig für uns. Zum einen zeigt dies, dass es Flüchtlinge und Menschen gibt, die wissen, welche Rechte es gibt und die wissen, dass für diese gekämpft werden muss. Wenn das Subjekt und das Objekt dieser Proteste deckungsgleich sind, also die Flüchtlinge, dann heißt es, dass sie selbst etwas für ihr Leben tun und dass sie sich gegen ihre Erlebnisse wehren. Das sind also keine Menschen, die über Flüchtlinge nur aus Büchern oder Gesetzen Bescheid wissen oder die darüber von anderen aufgeklärt wurden. Diese Menschen haben es erlebt und zu spüren bekommen, was es heißt, ein Flüchtling zu sein, und sie kämpfen dagegen an. Außerdem ist es wichtig, eine gute Beziehung zwischen Flüchtlingen und AktivistInnen zu schaffen. Einige der Unterstützerinnen oder Bürgerinnen waren selbst einmal AsylbewerberInnen. Andere setzen sich für Menschenrechte ein. Wieder andere wollen den Menschen in dieser schwierigen Situation helfen. Sie unterstützen uns in so vielen verschiedenen Arten und braucht so viel Unterstützung wie möglich. Wird das Ganze von Subjekten organisiert, dann empfinde ich das als eine direkte Unterstützung derer, die betroffen sind und deren Forderungen. Hier wird nichts von jemand anderem definiert. Es geht darum, dass ich von einem Nichtbürger zu einem Bürger werde. Es gibt zwei Möglichkeiten für BürgerInnen zu helfen. Nimm mich an der Hand und hilf mir, dass ich selbst ein Bürger werde, oder gib mir deine Hand und werde zu einem Nichtbürger, wie ich es bin. Take my hand and pull me to this to be a citizen, or give their hand to me and come to be non-citizen like me. Do you think Sind Sie der Meinung, dass die Flüchtlingsproteste die Betroffenen dazu ermutigt haben, sich gegen die Bedingungen zu wehren, weil sie erfahren haben, dass nicht zwangsweise eine Abschiebung droht, wenn sie Widerstand leisten? When you think as a refugee about your fears, you can feel the fears of deporting every day in your life. It influences your life. Wenn man als Flüchtling über seine Ängste nachdenkt, dann spürt man jeden Tag Angst vor der Abschiebung. Es beeinflusst dein Leben zwangsläufig. Wenn wir als AktivistInnen mit Menschen in den Lagern sprechen, dann merken sie, dass wir nach einem Jahr der Proteste trotzdem nicht abgeschoben wurden. Man erzählt ihnen von ihren Rechten, weil es etwas ist, das sie vergessen. Wenn du ein Flüchtling bist, dann vergisst du, wer du bist. Dagegen wollen wir ankämpfen. Du bist zu einem Schatten und du bist keine Person mehr, kein Mensch. Du verlierst dein Lebensziel. Das heißt, es ist nicht mehr dein Lebensstil, du hast keinen Lebensstil mehr. Andere sagen dir, was du tun musst. Du hast kein Recht zu bestimmen, wo du lebst, was du trägst, und in Bayern wird sogar über dein Essen bestimmt. Man muss mit den Menschen sprechen und sie mobilisieren. Man muss sie wissen lassen, dass es keine Gefälligkeit der Regierung ist, ein Bürger oder eine Bürgerin zu sein, sondern ein Recht, das man einfordern und für das man kämpfen muss. It's not favor from the government, from the system.
It's a right you have. Just take it. Just fight for that. It's your right. You just mentioned the start of the era of the refugee movement, which was about 11 months ago. Sie haben eben den Beginn der Flüchtlingsproteste angesprochen, der vor 11 Monaten nach dem Selbstmord des Flüchtlings Mohamed Raspa in Würzburg begonnen hat. Seitdem haben die Proteste auch auf europäische Nachbarländer übergegriffen. Wie erklären Sie sich, dass sich genau zu diesem Zeitpunkt die Proteste zu einer so großen Bewegung ausgeweitet haben? Die Flüchtlinge leiden schließlich nicht erst seit gestern unter den desolaten Bedingungen. Why do you think it started now? The good people, the good time, the good place. Menschen, Zeit und Ort waren gut. All diese Punkte zusammen haben die Bewegung ermöglicht. Ein Zelt mit 10 Personen und 3 Unterstützerinnen war nach 6 Monaten an der Spitze der deutschen Medien. Und in Berlin haben über 6.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Und jetzt gibt es Proteste in 3 Ländern. Die Menschen, die diese Proteste 2012 im Herzen Europas begonnen haben, spiegelten genau die Situation der Flüchtlinge wider. Sie informierten die Menschen über die Situation der Flüchtlinge. Die Leute kamen in das Zelt und fragten, was ist denn ein Flüchtling? Obwohl 500 Menschen in direkter Umgebung in einem Lager lebten, wussten viele nicht einmal, was ein Flüchtling ist. Also sprachen wir mit ihnen und erklärten ihnen die ganze Situation. Wir suchten das persönliche Gespräch und gingen auf die Straße. Die Menschen haben eine Protestform gefunden und eine Möglichkeit, auf die Leute zuzugehen und die Gesellschaft wachzurütteln. This is the difference with what happened before. The people who find the way to protest, the people who found the way to be in connection with people, face to face, directly, and talk with them, and it somehow wake up the society. If you take a look back at the. Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken, welche Verbesserungen haben sich aus Ihrer Sicht aus den Protesten ergeben? First of all, it was just sometimes when you are talking about what should I protest against, some laws are coming to your mind, and then. Wenn man als Flüchtling darüber spricht, wogegen man protestieren möchte. Dann fallen einem zunächst Gesetze ein. Okay, es gibt die Residenzpflicht, es gibt die Lagerpflicht, aber wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich dann schlecht wegen der Lagerpflicht. Es geht vielmehr um Bedingungen und Situationen. Es ist eine Ansammlung von 1000 Gründen, die dein Leben so machen, wie es ist. Es ist die Lebensweise als Nichtbürgerin. Der Grund, warum du mit deinem Leben unzufrieden bist und andere mit ihrem Leben zufrieden sind, ist, dass du kein Bürger oder keine Bürgerin bist. Es gibt BürgerInnen und Nichtbürgerinnen. Der einzige Weg für eine Verbesserung ist, diese Unterschiede abzubauen. Wenn man Zug fährt, sollte es eine Klasse geben und nicht viele Klassen. Nur das. Wir kämpfen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden nur für diese eine Sache, BürgerInnen zu werden. This distance between non-citizen or citizens. If we are in the train, all the people should be in one class. Don't make it in several classes. Just that. And now in Netherlands, in Austria, in Germany, we are fighting for just one thing. Just be citizen. Did you come closer to this Und sind Sie diesem Ziel näher gekommen? What do you think? Of course, after, in any way, when I explain what was that before, in 10 months before and what is now. Ja, natürlich. Wenn ich darüber nachdenke, wie es früher war, und das mit meiner jetzigen Situation vergleiche, dann bin ich zufrieden mit dem, was ich getan habe und mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und dem näher gekommen, was wir wollen. Was wir brauchen, ist Einigkeit und Widerstand. I think we are going or being close to that, to what we want. And what we need is unity and resistance still. Ich würde gerne noch einmal auf den Kongress zu sprechen kommen. Mit welchen Erwartungen blicken Sie dem Refugee Struggle Congress entgegen? When we can find out the best critics about what we did and have a good collection of the ideas about what we did, to be able to look, because sometimes you need to be looked. Wenn wir einen guten kritischen Überblick von dem erhalten, was wir gemacht haben, hoffen wir dadurch etwas mehr von außen auf unsere Aktivitäten blicken zu können. Weil man selbst manchmal so involviert ist, dass es einem den Blick verstellt. Der Kongress ist nur ein Schritt auf unserem Weg. Er ist nicht das Ziel, sondern nur ein Schritt auf diesem Weg dorthin.
it's not a goal, it's not a place to stay. It's just one step. We are crying.